Hallo und herzlich willkommen zu Teil 48 von Mass Effect 3. Wir sind in diesem, keine Ahnung wie man das sagt, in dieser virtuellen Realität von den Geth und müssen hier dafür sorgen, dass die Jägerstaffeln aufhören anzugreifen. Und diese Stränge, die wir sehen, das ist von den Reapern gemacht praktisch, um die Geth zu kontrollieren. Wo die Geth sich drauf eingelassen haben, damit sie upgradet werden, damit sie nicht gegen die Quarianer verlieren. Und wir haben hier Olegion wahrscheinlich schon, wahrscheinlich Shepard Commander, der Reaper-Code hat sich angepasst. Oh, er kann sich jetzt selbst reproduzieren. Sie wächst wieder nach? Ja, aber die Unterbrechung anfälliger Punkte der Infektion verlangsamt vielleicht ihre Reproduktion. Ist beides kaputt machen, ha? Klassiker. Der Klassiker. Ich glaube, dass Legion tatsächlich der erste Geth war, der zur Waffe gegriffen hat. Das wäre jetzt schon krass. Vielleicht sogar der erste, der sich aufgebäumt hat. Oder der gesagt hat, sie sind bewusst. Vielleicht ist Legion deswegen was Besonderes. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich gute Erklärung. Das ist der Hauptkern oder so wahrscheinlich. Ja, der sieht eigentlich gut aus. Da oben ist noch was versifft. Und ist auch wieder zurück. Wir benötigen Zugriff auf diesen Datencluster. Unterbrechen Sie die Reaper-Infektion, damit es weitergeht. Kann ich das? Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Ja, das mach ich doch. Was redet ihr? Was redest du? Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Aha! So ist das gemeint. Das bei dem anderen genauso wahrscheinlich, ja. Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Was, wir können das ganze Ding schrotten, oder was? Von da hinten bis da vorne. Wäre das beim anderen auch gegangen? Okay, nee. Aber wir werden auf jeden Fall ziemlich viel los. Das ist doch schön. Hier wahrscheinlich genau das gleiche Spiel. Zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Ich mach all das. Ich mach all das, Legion. Ich bin unterwegs. Keine Sorge. War's das? Oder muss ich die anderen noch? Fehlen da noch welche? Ah ja, okay. Ich habe da außen habe ich noch nicht. Wir benötigen Zugriff auf diesen Datencluster. Ich hab's doch kapiert. Unterbrechen Sie die Reaper-Infektion, damit es weitergeht. Ich habe die anderen noch gar nicht befreit gehabt. So, hier auch noch. Datenzugriff. Jetzt bin ich gespannt. Es ist echt Legion, glaube ich. Aus dem Weg! Das können Sie doch nicht mit Ihnen machen! Ich sagte, weg von den Geth! Das ist Wahnsinn! Wir brauchen die Geth! Sie können sie nicht zerstören, nur weil sie gefragt... Oh. Boah, wie er so schlägt, hallo? Zeit ist um! Werft sie zu den anderen! Sieht aus, als hätten nicht alle den Krieg gewonnen. Ja. Wir haben Zeugnisse der Opfer dieser Schöpfer aufbewahrt. Von ihrem Volk sind sie zum größten Teil vergessen worden. Aber nicht von den Geth. Warte, wo komme ich denn jetzt weiter? Das muss doch bestimmt irgendwo da hochgehen, oder? Oder wo könnte es da weitergehen? Ich dachte eigentlich, dass das der letzte Punkt ist, oder hier nach hinten. Ich dachte, das wäre der letzte Datenpunkt. Naja.
Ach Mann, da hätten die Quarianer doch nicht die angegriffen. Wir hätten bestimmt eine friedliche Lösung gefunden. Die hätten bestimmt auch zurück auf ihren Heimatplaneten gekönnt. Das hätten wir alles hingekriegt. Alles deichseln können. Okay. Ich bin verwirrt. Wo geht's da weiter? Hier hinten etwa? Hier war was. Wow. Wie wir sogar da unten standen, aber wir von der anderen Seite her mussten. Hä? Finde ich aber cool, dass wir noch ein bisschen mehr über die Entstehungsgeschichte erfahren. Wir können ohne Zugriff auf diesen Datencluster keine Verbindung aufbauen. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion. Gott, im Himmel. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Bin ich so bescheuert, dass ich das mit mir das jedes Mal sagen muss? Gebe Legion davon aus, dass ich so dumm bin, dass ich mir das nicht merken kann? Ich schieße halt trotzdem erstmal drauf, weil es könnte ja sein, dass es dieses Mal keine Verbindung hat. Kann ja danach dann immer noch suchen. Junge. Mensch, Legion, bin doch nicht so blöd. Vertrau mir doch. Geil, wie man die zusammenschießen kann. Da ist auch innen drin noch was, gell? Da? Ich dachte vorhin. Hallo. Danke. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Nochmal einer. Der oder was? Aber der ist doch gar nicht verbunden. Aha. Hatte ich den vorhin halt schon kaputt gemacht? Doch, hatte ich, glaube ich. Vielleicht wächst der auch über eine Zeit danach. Das kann schon gut sein. Schon irgendwie cool dargestellt, die Infektion zu bekämpfen, indem man die so abschießt, diese Stränge so abschießt. Gute Idee, das bildlich darzustellen. Komm ich da ran? Ja. Das hat schon auch Range, das Teil, gell? Neue Daten, bevor diese Daten kommen, aus der Zeit, als die Schöpfer das Kriegsrecht verhängt haben. Das ist spannend. Ich wiederhole, lassen Sie die abtrünnigen Geth-Einheiten frei und verlassen Sie den Schutzraum. Das ist die letzte Warnung. Schöpfer Megara, diese Einheit versteht nicht. Sie hat an den Feindseligkeiten nicht teilgenommen. Das ist denen völlig gleichgültig. Ich muss sie hier rausbringen. Dieser Konflikt übersteigt die Sicherheitsparameter der Schöpfer. Wir übergeben unsere Hardware, wenn das die Feindseligkeiten beendet. Nein, schon in Ordnung. Wir gehen zurück zu den Zugangstunneln und... Schöpfer Megara, wie ist der Status? Das ist Legion. Das ist wirklich Legion. Schöpfer Megara? Mit der Zeit gerieten die Schöpfer, die gegen das Kriegsrecht auf Runoff waren, in die Minderheit. Krass, dass wir uns das hier jetzt anbieten und wir dann danach sozusagen entscheiden müssen. Wahrscheinlich. Ich hoffe, ich kann beide auf meine Seite kriegen. Ich will sowohl Quarian als auch Geth auf meiner Seite wissen gegen die Reaper. Ach, das ist doch doof. Einfach die Admiräle irgendwie. Ja, keine Ahnung. Den einen Typ, von dem will ich gar nichts mehr wissen. Alter, dass das Ding angegriffen hat. Ich verstehe, dass man im Krieg vielleicht mal jemanden opfern muss oder so. Dass es nicht anders geht für die richtige Sache und so. Das ist halt einfach im Krieg so. Aber ich habe der ganzen Flotte oder meine Crew hat der ganzen Flotte den Arsch gerettet. Unser Leben, weißt du, das ist gar nicht mein Kampf. Ich könnte sagen, mir scheißegal, sterbt Quarian. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich bin hergekommen mit meiner Crew. Hab alles riskiert, um denen zu helfen, um das ganze Volk zu retten. Und dann sagt der Typ, ja, zerstört das. Gegen die Abmachung, die wir getroffen haben. Die Abmachung war, sie ziehen ab. Gegen die Abmachung greift er das Schlachtschiff an, auf dem wir noch sind. Dafür gibt's einfach keine... Nee. Keine Worte, wie arg der Verrat ist. Eigentlich war der Schlag noch viel zu wenig. Hätte ich ihn töten können, hätte ich ihn getötet, sage ich euch ganz ehrlich.
wie er dann noch sagt, ah, sie kennen den Krieg, sie werden das verstehen. Ja, ich kenne Krieg und im Krieg darf so ein Verrat nicht geduldet werden. Ganz ehrlich. Was auch ehrlich ist, dass ich keine Ahnung habe, wie ich bin und wo es weitergeht. Oh, guck mal. Hallo. Geht's hier Datenzug, weiter? Das sind Daten vom Ende der Kriegshandlungen auf Runoff. Die Austral ist abgestürzt. Greifen Sie die Geth nicht an. Ich wiederhole, Kontakt vermeiden. Die Geth stellen die Verfolgung 100 Kills von Runoff entfernt ein. An alle Captains, Rückzug zum Massenportal. Das passiert doch nicht jetzt. Laut Datierung war das vor 290 Jahren. Das ist der Schöpfer-Exodus am Ende des Morgenkrieges. Unsere Freiheit war gesichert. Die Schöpfer stellten keine Bedrohung mehr dar, also brachen wir die Verfolgung ab. Die hätten sie einfach schon davon nicht nehmen können. Die letzten Varianer verschont? Ohne Witz. Sie haben sie gehen lassen? Wir standen am Anfang. Wir konnten die Auswirkungen der Vernichtung einer ganzen Spezies, unserer Schöpfer, nicht abschätzen. Wir wählten die Isolation, anstatt dieser Unsicherheit entgegenzutreten. Zusätzliche Daten wiederhergestellt. Ganz ehrlich, ey. Legion? Das war, als ich sie auf der Normandy deaktiviert habe. Ja. Unser erstes Zusammentreffen. Oh. Es war überaus bedeutsam. Sie waren das erste organische Wesen, das seit Ende des Morgenkrieges offen mit einem Geth zusammengearbeitet hat. Wir möchten dafür sorgen, dass Sie nicht das Letzte sind. Das wird nicht einfach sein. Aber die Aussicht besteht. Wenn die Reaper-Präsenz beseitigt wird, könnte es zu einer Wiedervereinigung mit den Geth kommen. Vielleicht sogar mit den Schöpfern. Krass, er glaubt halt immer noch dran. Sie das tatsächlich noch ohne Witz, er glaubt echt immer noch dran. Organische Wesen werden in schweren Zeiten durch Hoffnung motiviert. Wir bewundern dieses Konzept. Verbindung mit den verbliebenen Serverknoten hergestellt. Wir sind bereit, sie zu transportieren. Hoffnung macht uns stark. Damit kämpfen wir, wenn alles andere verloren ist. Etwas geschieht mit den Geth. Werden alle ausgeschaltet. Wie es Legion immer noch für möglich hält. Krass. Ihre Jägerstaffeln sind außer Betrieb. Wir orten in ihren Schiffen keine aktiven Programme mehr. Admiral Hangarels Flotte treibt sie zurück. Die Lebensschiffe sind sicher, Commander. Ich rette euch wieder den Arsch, wenn ihr mir nicht zuhört. Ich sag's euch, ey. Systemzugriff hergestellt. Trennen alle Verbindungen zu Kommunikationsknoten. Es gibt keine Geth mehr auf diesem Server. Wir können jetzt... Was ist los? Oh oh. Sie müssen zum Ausgangsport und... Oh oh. Wisst ihr, Rex? Rex, ich weiß, ich fange schon wieder damit an, aber Rex, der ist loyal. Es ging darum, weißt du, der Deal war, wir helfen euch, die Genophage aufzuhalten und dafür helft ihr den Turianern. Das war der Deal. Klar, ich habe auch für Rex richtig viel gemacht, richtig oft den Arsch gerettet und so. Aber der sagt danach zu uns, danke, Bruder, wir machen das, wir stehen zu unserem Wort, wir helfen den Turianern und wenn die Erde... Wenn der Angriff auf die Erde beginnt, die Verteidigung, dann sind wir dort auch dabei. Solche Leute, das werden die dummen, aggressiven Kroganer genannt, aber die sind loyal. Die kämpfen mit dir zusammen, wenn es drauf ankommt. Entweder ich krieg die Quarianer auch noch dazu. Oder ich bin sehr, sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Ich hoffe, Legion geht's gut. Den brauchen wir nämlich auch. Den brauchen wir nämlich auch. Entferne Programme, lösche Archive. Wenn der immer noch daran glaubt, auf eine friedliche Koexistenz. Ja, wir sind... Shepard, sind Sie verletzt? Hat es funktioniert? Die Geth-Jäger wurden deaktiviert. Alle verbliebenen Staffeln haben sich von den Lebensschiffen zurückgezogen. Der Server ist offline. Yes, Legion am Start. Sind Sie sicher? Jo, wie groß ist hier? Sind die Kommandanten? Wir haben Geth-Programme aus dem Server in diese Plattformen übertragen. Verstärkung. Warum? Sie möchten sich uns anschließen. Nice. Bitte was?
Während Shepard Commander die Reaper-Infektion entfernt hat, haben wir beschlossen, feindselige Geth-Programme zur Zusammenarbeit zu überreden. Die Entscheidung war richtig. Diese Geth haben den alten Maschinen abgeschworen und werden gegen die Reaper vorgehen. Sie sind jetzt wir. Warum haben Sie mir nichts davon gesagt? Wir zweifelten nicht an Ihnen, sondern an Ihren Verbündeten. Das Handeln der Schöpfer hat Ihre Spezies in Gefahr gebracht, aber Sie empfinden kein Mitgefühl wegen dem, was Sie uns angetan haben. Die Quarianer unterstützten diese Operation, um Ihr eigenes Volk zu retten. Hätten Sie gewusst, dass wir auch Geth bewahren wollen, wäre das anders gewesen. Ich verstehe, dass man niemanden zurücklassen möchte. Sie akzeptieren unser Handeln? Klar, Mann. Die Lebensschiffe sind sicher und wir haben mehr Geth auf unserer Seite. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Wir dachten, dass Sie es verstehen. Die Kommandoeinheiten stehen zur Verfügung, sobald das Reaper-Signal gefunden und zerstört wurde. Ich muss Hackett später warnen, dass ich Kommando-Geth mitbringe. Gehen wir zurück auf die Normen. Ja, ohne Witz, und schon direkt losgeballert. Geil, ey. Da würde Hackett sich auch denken, yo, da bringt der Rachni mit, da bringt der Geth mit, alles mit. Die Geth-Staffeln, die unsere Lebensschiffe angegriffen haben, wurden komplett neutralisiert. Wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen wollen, stelle ich mein Fachwissen gern zur Verfügung. Wenn Sie andere Server suchen, müssen Sie Legion fragen. Das dachte ich mir schon, aber immer wenn ich Ihren Geth frage, heißt es, keine Daten verfügbar. Vielleicht könnten Sie mir bei etwas anderem helfen. Nämlich? Kommt ganz drauf an. Wie arbeiten die Kommando-Geth mit Ihnen? Sie sind Freiwillige. Verstehe. Nun, falls Sie diese Geth untersuchen möchten, um Ihre neue Loyalität zu überprüfen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Sein Ende. Das will ich aber nicht. Ich vertraue Legion. Und euch nimmer. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Alter, sieht eher organisch aus. Das ist eine vollentwickelte KI. Oh krass. Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Das heißt, dass jede Einheit einzeln eine KI ist. Das stimmt. Commander. Ich kenne deren Geschichte, Admiral. Die Reaper haben es beschleunigt, aber die Geth haben das schon immer so gemacht. Und sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Vielleicht müssen sie nicht sterben. Nach dem, was ich auf diesem Server gesehen habe? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es eine andere Lösung. Commander, wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von Ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und Sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja, es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Wir konnten noch immer kein Rettungsschiff zu Admiral Corris bringen. Kann das warten? Wir haben schwere Verluste unter den Zivilisten, solange er hier nicht alles koordiniert. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Nein, wir helfen erst Corris. What the fuck? Ich habe Ihre Rücksicht schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn
Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Das brauche ich überhaupt nicht. Dann. Weitere Schiffe gefährden nur noch mehr Leben, Admiral Garrel. Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf ihr Konto. Es geht alles auf dein scheiß eigenes Konto. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Es geht alles auf dein scheiß eigenes Konto. Du hast das alles selber zu verantworten. Schieb nicht das mir in die Schuhe, ey, ganz ehrlich. Ich wollte dem Hacker doch noch sagen, dass Geth unterwegs sind. Naja, wird bestimmt eine witzige Überraschung. Teagle-Verstärkung und Geth. Optimierte E-Zero-Kondensatoren. Die Theorie hinter diesem Bauteil entwickelten die Techniker der Normandy SR-2. Die Antriebskondensatoren von Schlachtschiffen nutzen spezielle Bauteile auf E-Zero-Basis, um effektiver Wärmeenergie zu kanalisieren und zu speichern. Schon bald wurden diese Kondensatoren auch in das Gerät auf den proteanischen Archiven auf dem Mars integriert. Nice. Und Geth. Die synthetischen Geth waren früher in der ganzen Galaxie gefürchtet, haben sich aber mit den organischen Truppen verbündet, die einst ihre Feinde waren. Ihre Flotten und Armeen werden erst ruhen, wenn die Reaper neutralisiert sind. Nice, das heißt doch praktisch, dass wir sie am Start haben, oder? Geth-Kommandanten verfügen über mehr Programme als andere Plattformen und fungieren als mobile Netzwerkknoten. Ihre Kampfsoftware verbessert alle Geth in der Nähe, indem sie deren Angriffe koordiniert und steuert. Weil die Zerstörung von Kommandanteneinheiten die Rechenleistung anderer Geth absinken lässt, haben sie schwere Schilde und sind gut bewaffnet. Das wissen wir. Können wir mit der noch irgendwas Neues sehen? Die Daten über die Geth, die sie uns geschickt haben, waren beunruhigend. Sie passen nicht zu den Geschichten, die wir erzählen. Tja. Haben Sie Zweifel bezüglich der Geth? Admirals können sich den Luxus, Zweifel zu haben, nicht leisten. Ich hab diesen Krieg angefangen. Sie können zurück an die Arbeit. Ich muss Chorus retten, der ist ein Teil von... Der ist auf unserer Seite. Wir hätten ihn erst retten sollen. Der hat bestimmt auch noch einiges dazu gesagt, zu sagen gehabt. Shepard Commander, wir haben wieder Verbindung mit den Geth, die aus dem Server befreit wurden. Wie ist Ihr Status? Wir haben Ihre Programme ohne Probleme in das Netzwerk dieser Plattform integriert. Ihr Handeln hat Ihre Sicht auf organische Wesen verändert. Sie sind Ihnen ebenfalls dankbar. Freut mich. Wir reden später. Wir bleiben so lange hier. Freut mich sehr, Tali. Bereit, die Reaper-Basis anzugreifen, wenn Sie es sind, Shepard. Wir reden später, Tali. Natürlich. Wir retten erst in Calls. Ich hoffe, ich kann das noch machen. Kein Entweder-Oder, das würde mich nerven. Ich hätte gedacht, du hättest mehr Verständnis für jemanden, der zu Cerberus geht. Aliens waren doch noch nie dein Ding. Ja, ich habe mich verpflichtet, um zu kämpfen, wie alle anderen auch. Aber es hat Schuppen reicht mir nicht als Grund, um jemanden umzulegen. Und wenn Cerberus unsere unehrenhaft Entlassenen und die Cut-6-Fälle aufnimmt, ist das ein weiterer Beweis dafür, dass sie nichts wert sind. Ohne Witz, es hat Schuppen. Reicht mir nicht als Grund, ohne Witz, ey. Macht Sinn, mit denen nochmal zu reden? Ich glaube nicht, oder? Es gibt wahrscheinlich nichts Neues zu bereden. Mann, diese quarianischen Admirals schüchtern einen ganz schön ein. Dich? Wirklich? Und wenn du nervös wirst, kannst du sie dir nicht mal nackt vorstellen. Denn hey, vielleicht sind sie ja widerliche Tentakelmonster. Ja, genau. Der Typ. Sie waren also im Geth-Konvent? Ist das wie Virtual Reality? Ja, ist das. Ja, cool. Sehr seltsam. Aber ich bin wieder rausgekommen. Wirklich? Ja, wollte gerade sagen. Was wissen? Ob sie wirklich rausgekommen sind? Wenn die Geth alles virtuell erleben, könnte ihre jetzige reale Welt auch nur Einbildung sein. Was wäre, wenn alles, was sie jetzt wahrnehmen, eine Simulation wäre? Dazu sagt er gar nichts. Commander? Dazu sagt einfach nichts. Shepard, Sie sind wahrscheinlich das einzige lebende organische Wesen, das den Geth-Konsens unmittelbar erfahren hat. Fühlen Sie sich jetzt anders? Es war faszinierend, bewusstseinserweiternd. Und Durst habe ich auch. Ja, Durst hat man und danach plötzlich immer. Ist die Magie verflogen. Haben Sie das jetzt wirklich gesagt? Plötzlich ist die Magie verflogen. Haben Sie es wirklich gesagt? Hallo, Shepard. Nein. Alter, ist Edi schon ein richtig, richtig cooler Charakter. Jedes Mal, wenn ich da reinlaufe, sage ich das danach. Aber es lohnt sich wirklich. Jedes Gespräch ist einfach cool. Liara hat erwähnt, dass sie sich bei ihrem nächsten Besuch auf der Citadel möglicherweise dort mit Ihnen treffen möchte. Alle wollen sich dort mit mir treffen. Alle.
kein selbst mein Landurlaub sieht dann so aus, dass ich mich wieder mit allen treffen muss. Immer Fische für Donald vergessen, das Wichtigste. Status-Update 314.20R von ungültig der Extranet-Domain. Geth-Programme in Hardware-Kennzeichnung. Legion hat verlangt, dass das Shepard Commander Runtime-Update über Plattform-Status erhält. Wird durchgeführt. Fragliche Plattformen befinden sich in Server 022 irgendwas stationiert auf Rennoch. Streitkräfte der Schöpfer verhindern Transfer der Plattformen auf Geth-Transportschiffe. Einstellung des Schöpfer-Geth-Konflikts erforderlich, um Shepard Commander und ausgewiesene Verbündete zu unterstützen. Warte auf Update des Konfliktstatus. Da kann ich voraussichtlich leider noch ein kleines Weilchen warten. Überlege, ob wir mal andere Freizeitkleidung wählen, aber das sieht halt schon am chilligsten aus, gell? Das sieht unentspannt aus. Das sieht chillig aus. Das sieht unentspannt aus. Das sieht halt auch geil aus, finde ich. Aber ist halt schon ein bisschen prollig. Ne, ich glaube, wir nehmen das hier. Jetzt müssen wir uns kurz das Panzerungsset überlegen. Was? Wir haben nur zwei. Ob wir hier noch irgendwas drehen. Kein Helm. N7 Helm. Atemgerät Helm. Todesmaske. Ja. Sentry Interface. Schildregeneration, aber das ist halt alles so wenig, gell? Das bringt mir alles nicht so viel. Waffenschaden, Aufklärungskapuze. Waffenschaden plus 10%. Es gibt halt Gesundheit 10%. Das meine ich, es ist halt sehr speziell, aber es gibt keinen wirklich besseren. Sie sind alle okay. Weißt du, nur durch 10% mehr Waffenschaden. Gesundheit brauche ich vielleicht auch nicht so arg unbedingt, wenn ich... Nee, komm, wir lassen das so. Es gibt alles Gesundheit, gell? Waffenschaden 10%. Machen wir hier halt mal Waffenschaden. Kopfschussschaden war das. Nahkampfschaden, Gesundheit. Ja, es ist halt einfach nicht besser. Es ist halt einfach leider nicht besser. Munitionskapazität. Ja, lassen wir das hier auf dem Ganzen. Ja, ich habe gedacht, wir haben vielleicht bessere Sachen, aber haben wir halt nicht wirklich. Außer wir können das auch noch irgendwie upgraden. Können hier unten mal nochmal ganz kurz gucken. Die reden wahrscheinlich jetzt wieder irgendeinen Scheiß. Nee. Nachschubinterface. Aber hier war das nicht. Hier sind nur die neuen Sachen, die wir kaufen können. Wenn so eine Panzerung mir leisten. Ich weiß halt nicht, ob das besser ist, weil wenn wir das jetzt kaufen, dann gilt das für alles, oder? Dann können wir Arme, Helm und so gar nicht mehr auswählen. Das heißt, es bringt uns gar nicht wirklich was, glaube ich. Schwer. Und das sind halt alles nur Upgrades. Schwer, schwer, schwer. Cerberus Ajax Panzerung, was kann die? Munition hat die 25% Schild, ist halt cool. Vielleicht ist der auch nicht schlecht, aber Gesundheit ist der halt richtig scheiße, gell? Der hat richtig viel weniger Gesundheit. Ich kann mich nicht entscheiden, was hier sinnvoll ist für uns. Was hier am besten ist, was uns am meisten bringt, kann ich leider nicht entscheiden. Okay, dann gucken wir mal nochmal ganz kurz. Okay, wir können beides machen. Wahrscheinlich, ich glaube, wenn wir Reaper-Basis machen, können wir den Admiral vielleicht danach gar nicht mehr retten. Aber das machen wir danach, Reaper-Basis. Oder das war doch der letzte Teil hier noch. Genau, das ist mit der Reaper-Basis. Admiral Chorus. Wie viel Zeug das schon wieder ist, ey. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal auf die Dings gehen, auf die Citadel gehen, dann machen wir aber auf jeden Fall das Aria und dieses andere Zeug auch. Das werden wir dann auf jeden Fall machen. So, aber jetzt retten wir erstmal Admiral Chorus und das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Macht's gut, haut rein und tschüss.